Hallo, willkommen auf unserem Kanal. Zurzeit haben viele ihre iPhones auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt, um Probleme wie steckengebliebenes iPhone und schwarzen Bildschirm nach dem iOS 16 Update zu beheben, was zum Verlust aller Daten führte. Was kann man in diesem Fall tun? Mach dir keine Sorgen. In diesem Video zeigen wir dir, wie du so viele Daten wie möglich nach dem Zurücksetzen wiederherstellen kannst. Im Allgemeinen kann man Daten von einem iTunes sowie iCloud Backup oder direkt vom Gerät ohne Backup wiederherstellen. Hier möchte ich dir ein professionelles Datenrettungstool empfehlen, iMyPhoneDBack iOS. Mit dieser Software kann man die gelöschten Daten in verschiedenen Wegen einfach und effizient wiederherstellen. Darüber hinaus ermöglicht DBack den Nutzern eine Vorschau und selektive Wiederherstellung von gewünschten Daten. Damit kann man die gelöschten Daten effizienter und besser retten. Sehr praktisch, oder? Dann schau mal, wie die Daten zu retten sind. Die erste Methode: Gelöschte Daten vom iOS-Gerät ohne Backup wiederherstellen. Starte zuerst DBack und wähle Von iOS-Gerät wiederherstellen. Danach verbinde dein iPhone mit dem Computer und klicke auf Weiter. Dann wähle den gewünschten Datentyp und klicke auf Scannen. Am Ende des Scan-Vorgangs kannst du eine Vorschau der verlorenen Daten anzeigen. Wähle die Zieldatei aus und klicke auf Wiederherstellen und die Daten sind wieder da. Aber achte bitte, verbinde nicht zum Internet und lade keine neuen Daten herunter nach dem Zurücksetzen, sonst werden die vorherigen Daten überschrieben. Die zweite Methode: Aus iTunes Backup wiederherstellen. Wenn Sie iTunes Backup erstellt haben, ist die Datenrettung noch einfacher. Hier verwenden wir immer noch DBack, um Daten mit der Vorschau- und Auswahlfunktion effizienter wiederherzustellen. Klicke zuerst auf Aus iTunes Backup wiederherstellen. Wähle ein Backup aus der gezielten Liste aus und klicke auf Weiter. Dann wähle den gewünschten Datentyp aus und klicke auf Scannen. Nach dem Überprüfen der Vorschau wähle die Zieldaten aus. Klicke auf Wiederherstellen und dann sind die Daten gerettet. Die dritte Methode: Aus iCloud wiederherstellen. Die Funktion hilft den iOS-Nutzern, iTunes, iCloud, frühere iOS-Backups auf ihr iDevice wiederherzustellen. Klicke auf Von iCloud wiederherstellen und iCloud-Daten vom iCloud-Konto wiederherstellen. Melde dich bei deinem iCloud-Konto an. Dann wähle die gewünschten Datentypen aus und klicke auf Scannen. Nach dem Überprüfen der Vorschau wähle die Zieldaten aus. Klick auf Wiederherstellen und dann sind die Daten gerettet. Das war alles für heute. Wenn unser Video dir geholfen hat, gib uns ein Like und schreib uns einen Kommentar. Und teile unser Video bitte. Vergiss nicht, unseren Kanal für mehr iOS 16 Tipps zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.